Das ist, wenn Alter ihr nicht aufsteht. Das ist schlecht. Greifen Sie weit entfernte Feinde mit Wurfmessern. Danke. Gut, also. Wir versuchen die ganze Show jetzt noch einmal. Kann mir jemand sagen, warum er das tut? So, wir laufen da mal nicht lang, wir laufen direkt zum nächsten Slot. So, wir weichen den mal aus, weil... So, perfekt. Da sind hier viele Betrunkene. Hurra. So. Jetzt dahin. Jetzt dahin. Und jetzt dahin. So. So, und jetzt mussten wir mal ganz kurz überlegen, wie wir da hochkommen. Und wie wir die Wachen ausschalten. Ich bin ein Mensch. Hier dürft ihr euch nicht aufhalten. Bin ich weg. Bin ich jetzt ganz weg. Und du siehst mich nicht. 100... Was? Wie viel Meter? 118? Das kann doch gar nicht sein. Ich kletter doch gerade den Turm hoch. Also, so weit kann das jetzt wirklich nicht weg sein. Wie kommt man da hoch? Ah. Schnee im Sommer. Freund. Geht er hoch? Scheiße. Das sollte eigentlich der Lösungsweg sein. Der Hochlaufweg, eher gesagt. Und da sollten wir jetzt hoch. Aber da oben ist der Hort. Und ich sag's euch, das ist wieder so ein komischer Scheibenkleister-Glitch, wo diese Kuttenkeuler hier nicht hochgeht und wir ganz zum Schluss hier wieder so einen Krampf kriegen. Weil hochspringen kann ich auch nicht. Ich kriege jetzt nochmal einmal links rum. Und dann noch einmal. Und dann werde ich sehen, ob auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen mehr ist. Und wenn nicht, dann... Ach, hier ist auch etwas. Vielleicht klappt das ja auf der Seite. Vielleicht war das ein Pixel zu wenig Motivation für ihn, keine Ahnung. Ach. Natürlich, das macht Sinn. Das ist bestimmt nicht wahr. Ach, geschafft. Genießen wir jetzt mal die wunderschöne Aussicht über den Hafen. Kommt der Seebär in mir durch. Das ist ein Traum. So viele Betrunkene. Nö. Nö. Das ist hier echt, grausam. Ich kann es nicht anders sagen, es ist einfach grausam. Ich habe so Angst, dass ich mich jetzt gleich aufs Ei lege. Boah. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Wäre sehr, sehr gut. Soyez vigilant. Il va revenir. Nein, 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 nicht ihr. Mm-mm. Guck nicht so blöd. So, wir klettern jetzt mal klettern. Genau, wir reden jetzt mal. Oh. Schnell. So, machen wir uns das nächste Ziel. Ich würde sagen, den Aussichtspunkt hier.
machen wir uns ein Ziel und dann... Was ist in die Gefahr? Ach, Scheibenkleister. Ich hab keinen Bock. Moin. Es geht einfach schneller. Ich hab ein Déjà-vu. Jungs, weißt du, wie ich letztes Mal abgehauen bin? Oh, genau. Alter. Genau so. Bam, das war sogar diesmal geiler. Ja, genau in den Schubs. Das ist ja... Okay, das war doch nicht geil. So, wenn wir jetzt Glück haben, kommen wir gleich mal um die Ecke rum. Okay, wir haben kein Glück. Oh, guck mal, das ist eine Flagge. Flagge eingesammelt. Danke, Alter. Ihr würdet sich kein Stück nehmen. Jetzt hier schnell hoch. Boah. Das war aber mal knapp. Da ist Nummer 2. Oh, verabreden sich wieder zum Todessprung. Springt! Schade. Ich dachte, sie verabreden sich wieder für einen Selbstmordattentat. Wenn unten jemand stände, dann könnten die sich auf ihn stürzen. So ist das gemeint, nicht? Kommt nicht näher. Ich komme auch nicht näher, ich gehe hier runter. Wow. Ach komm schon, ganz ehrlich. Das ist doch mittlerweile... Okay. Tut mir leid. Mann, Combat! Bam! Immer so viele Gegner. Guck, wir geben immer nur diese komischen Hiebe. Diese Hiebe bringen uns gar nichts. Hartpfeifen bringen uns auch nichts. Alter, ihr, bitte mach mal wieder ein paar Mordaktionen. Gut, dass ihr gerade vorbeikam. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Oh, sie hätten mich entführt nach einer Minute. Oh. Ist das? Oh nein. Guck, sie fragt sich gerade selber. Oh Gott, wer war denn das? Wer hat diese armen Männer umgebracht? Oh. Du hast mich gerettet, wenn du 15 Männer umgebracht hast. Wer war das? Naja. Er wird noch jemanden verletzen. Nein, ich verletze niemanden. Warum tut er das? Weil er aufs Dach möchte. So, und er möchte nämlich da hinten den Aussichtspunkt sich ergaunern. Und zwar den da, den hübschen. Ist das ein hübscher Aussichtspunkt? Ihr habt ja nichts zu suchen. Geht! So, erfolgreich wieder gelöst. Und hier klettern wir schnell den wunderschönen Turm hoch, obwohl das eher so kleinere Türmchen sind. Also ich frage, da hätte man ruhig ein paar weniger Aussichtspunkte machen können. Ich meine, das sind, okay, es sind nur 9, 7, 8 pro Viertel, aber trotzdem. Hätte man ein paar weniger machen können, wäre das Spiel ein kleines bisschen dynamischer geworden. Wäre dafür mal mehr so Sondermissionen wie Flaggen sammeln etc. etc. Aber naja. Naja. Als nächstes machen wir erstmal diese wundervolle Schlägerei. Eine Schlägerei. Oh, haltet ein. Elender Dieb. Wir sterben. Ihr tut mir weh. Die klang ein bisschen aus Fable. Ich dachte gerade, da unten ist ein Ritter. Doch, ich bin unterwegs, aber so schnell bin ich jetzt auch nicht. Der verdammte Narr hat wohl den Verstand verloren. Diebstahl wird mit dem Tode besser. Was willst du? Ihn umbringen. Perfekt. Und jetzt geht's weiter. Komm schon. Alter. Gott ist mit mir, Luna.
Also ich habe gerade was probiert. Okay, das hat nicht funktioniert. Ich dachte, wenn ich gedrückt halte, vielleicht beim, beim Abwehren, dass ich dann direkt den Todesangriff mache. Ich hasse das, wenn diese Frau dazwischen ist. Weil, wenn ich die umratze, dann war's das, ne? Perfekt und. Oh, heute ist Fortuna auf meiner Seite. Nur Gott allein weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollten. Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet, Fremder. Fortuna. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. Tja, Fortuna, ja. Was ist hier geschehen? Weiß ich nicht. Gehen wir erstmal in die Richtung. Klettern wir erstmal aufs Dach. Dach ist immer gut, weil in den meisten Fällen auf jeden Fall. Kommen wir leichter voran und da sehen wir auch schon den Aussichtspunkt. Dann passt sich das ja ziemlich gut, weil da sind wir ja schon direkt auf der perfekten Ebene. Und hier dürft ihr euch nicht aufhalten. Okay, nervt nicht. Versuchen wir es mal. Ach komm, der war jetzt zu geil. Der war jetzt einfach zu geil. So. Jetzt gehen wir schön auf der Ecke hoch. Und dann machen wir einen Roundhouse Loki Loki. Ach komm, also den Luxus gönnen wir jetzt uns auch noch. Okay, den Luxus gönnen wir uns nicht mehr. Ich habe nämlich keinen Bock, da runterzufallen. Weil nachher sage ich hier, komm, ich springe noch da drauf und dann gibt's alter Irrbrei. Also so schön auf dem Boden. So, drei haben wir noch vor uns. Ach, jetzt hat der feine Herr Lust. Ich wollte mir gerade die Schlägerei aussuchen. Moin! Ich bin Jack. Alter. So mal. Ihr könnt doch nicht einfach so einen kaltkopfigen Mensch hier angreifen. Du bist schuld, dass dein Freund dich angegriffen hat. Nieren. Jetzt haben wir es aus. Jetzt erzähl ich dir ab, da oben seht ihr den Pappelsmutscher. Das ist schon fucking Slay hier. Alter, wo kommen die jetzt alle her? Guck mal. Ausweichen. Ausweichen, ausweichen. Perfekt. Komm schon. War das der letzte? Ich hoffe es. Doch riskier ich besser nichts und eile heim. Und ich wette, dass ich es für eine Weile nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Das werde ich euch nie vergessen. Das ist ein böses Omen. Alles klar, Bruder. Ist es noch gelohnt, ihn anzurempeln? Wer hat das getan? Zeigt euch! Nö, ich weiß nicht. Was ist hier geschehen? So, ab geht's zum nächsten Aussichtspunkt. Ruhe, bevor du wieder Steine nach mir schmeißt, du blöde Kuh. So, ganz schnell mal rübergehen. Ach, da oben ist schon wieder einer. Meine Familie ist sterbenskrank. Könntet ihr... Ihr seid hier nicht erwischt. Gebt mir doch ein bisschen Geld. Vor allem, der sieht, dass ich den umgeratzt habe und sagt noch, ihr seid ja nicht erwünscht. Aber ich glaube, die brauchen etwas. Aber gut, gut, wenigstens etwas Gutes für mich. Weil dann brauche ich nur immer nur einen Wurfwässer. Weil sonst haben wir echt ein Problem. Nicht? Mich, yelp. So, ab geht die Schmitzkatze. Oh, auch ein super Comedian, Schmitz. Also Ralf Schmitz, ne? Mit seiner Katze. Herrlich. Herrlich, kann ich nur wärmstens empfehlen. Jetzt, wo ich gerade drauf komme, keine Ahnung. Naja. Immer noch schnell belauschen.
Moin. Sehe ich aus wie ein Kaufmann? Bitte, nein, Herr, ich bin Ihrer Diabakto-Muffe. Ich bin